Ja, und also waren auch zwei, drei Gründer. Ich glaube, das waren zwei so partnerschaftlich. Die haben dann irgendwie ursprünglich halt in ein, zwei Kunden halt einfach mit reingezogen. Ihre GmbH, glaube ich, war das. Und wollten aber jetzt auch endlich mal skalieren. Ja, und haben auch festgestellt, in Deutschland ist es ein bisschen schwierig und so. Ja, bauen wir uns halt mal ein paar Kontakte im Ausland auf und so. Ne? Und dann, als es dann in die Akquise ging, ist halt immer so, ne? Bevor es überhaupt zum Deal kommt, ja, also wenn du dich hier verkaufst als Softwarebude, insbesondere zum größeren Kunden, dann will der insbesondere deine Leute auch mal kennenlernen, weil die haben ja teilweise auch Zugriff auf kritische Systeme und so weiter und so fort. Ja, also das Ganze ist ja manchmal mehr, manchmal weniger auch ein hoch sensibles Thema, was IT-Security betrifft und Onboarding. Die Personen, das muss stimmen, auch das muss menschlich stimmen. Das heißt, du musst ja teilweise dann auch integriert werden in ein bestehendes Team. Ja, die müssen sich auch verstehen können. Das heißt, die ersten ein, zwei, drei Wochen oder vielleicht noch länger sind dann auch gewollt, dass du quasi deine Leute auch vor Ort platzierst, beim Kunden direkt. Und ganz viele Sachen, die viele von den kleineren Softwareentwicklern, die sich skalieren wollen und auch andere Coachings machen und dort 20.000 Euro bezahlen für irgendwelche Werbetexten und so weiter, einfach gar nicht verstehen, nicht auf dem Radar haben, ja, weil sie einfach von der Realität, von der Praxis keine Ahnung haben, ja. Und halt irgendwelche Coachings buchen, da wo alle möglichen Coaches sind, die irgendwie von SEO zu Online-Marketing oder Gartenbaugestaltung oder sonst was machen. Und wenn du jetzt dich hinstellst und sagst, ja, ich bin super clever, ne? Also wir sind jetzt hier zwei, drei Mann, aber ich verkaufe jetzt hier Software-Dienstleistungen zu guten Preisen und dann hole ich mir die Leute aus dem Ausland. Also es geht dann nicht, dass wenn du dann im Akquiseprozess sagst, ja, wir hätten hier drei, vier Leute, das würde gut dazu passen und so. Also Quise ist manchmal schon hart genug und dann heißt es ja gut, können wir uns die Leute mal anschauen. Und dann sagst du, ja klar, gerne. Wir müssen jetzt erstmal einen Antrag stellen beim Migration-Amt oder wie das da heißt, ja. Und spätestens in 4, 5 Wochen haben wir dann das Visum, sobald wir den Auftrag bekommen. Nein, so rum funktioniert es dann meistens nicht, ja. Also das ist einfach nur mal, es ist vielleicht dann ein bisschen utopisch. Ja, aber das ist ein interessanter Punkt, aber das ist auch genau ein Punkt, warum halt trotz aller Preisvorteile oder und dergleichen das Nearshoring oder Offshoring halt auch nur in speziellen Fällen funktioniert. Also du hast immer noch den Standortvorteil, wenn du hier einen Entwickler hast, den du hierher ziehen kannst und der halt innerhalb von ein paar Tagen auch mal zur Verfügung steht und den du dem Kunden vorstellst und der Kunde kann mit dem in seiner Muttersprache idealerweise noch einen Kaffee trinken gehen und kriegt dann ein Gefühl dafür und weil du es ansprichst, den Kandidaten vor oder den Mitarbeiter halt vorher kennenzulernen, da geht es nicht nur um irgendwelche Hoch-Security-Sachen, das geht einfach darum, kann der das, was eben der Dienstleister verspricht, wenn es da jetzt schon jahrelanges Vertrauensverhältnis mit dem Dienstleister gibt, dass er unbesehen die Leute zukauft, ist es eigentlich gang und gäbe, dass man sich die Leute vorher schon mal anschaut und dann müssen die halt auch da sein und verfügbar sein und dann geht es halt auch nicht, dass du dann unter Umständen der noch überhaupt keinen Firmenaccount bei dir hat, weil der noch bei einem anderen Arbeitgeber auf der Payroll steht. Und wenn sowas halt rauskommt, da auch noch als Punkt, also kann man schon machen, da kann man auch ein bisschen, also könnte man machen, da kann man auch ein bisschen auf Risiko gehen. Aber wenn sowas halt rauskommt, ist es halt ein massiver Vertrauensverlust auch. Und da kann es halt auch wirklich sein, dass ein laufendes Ding dann wirklich gecuttet wird, weil wenn dann der Auftraggeber zu dir sagt, okay, ich vertraue dir nicht, wo du deine Leute herkriegst oder wie du die Leute herkriegst, dann ist es ganz schnell eine ziemlich schlechte Stimmung. Und wie gesagt, ein Auftraggeber, der ein paar Millionen potenziell in dich investieren soll, unter Umständen, der wird sich das halt zweimal überlegen, mit wem er da arbeitet. Kurz, auch was viele unterschätzen oder auch durch diese ganzen Digitalisierung, durch die ganze Pandemiephase und alles ist jetzt nur noch irgendwie über Zoom und so weiter. Pandemie ist vorbei. Ja? Ich habe heute wieder in der S-Bahn wieder so überproportional viele Leute gesehen, die eine Maske tragen. Wahrscheinlich hat wieder irgendwo, keine Ahnung, im Fernsehen wieder irgendwo jemand gewarnt oder was weiß der Kuckuck was. Ja? Aber de facto ist es vorbei. Ja? Und jetzt versuchen wir uns mal zurückzuerinnern, vor dem Jahr 2020. Ja, wie lief denn da B2B-Geschäft ab? Ja, häufig eben auch noch mit Handschlagqualität. Und es ist halt so, dass du
besonders auch im Vertrieb und so weiter. Und viele, viele Unternehmer, die dich dann als Softwareentwickler oder Softwaredienstleister dann buchen sollen, sind extremst schlaue Leute. Ja, manche mehr Techie, manche mehr wirtschaftlicher Schlag oder was auch immer. Aber die sind teilweise, leiten die seit Jahrzehnten hunderte Teams von hunderten von Leuten. Ja. Besonders die interessanten großen Kunden. Das heißt, die wollen das auch, die wollen dich mehr sehen, dann auch wie zum Beispiel nur im Zoom, bevor die einen großen Deal mit dir machen. Das heißt, auch da ist immer eine ganz andere Wahrnehmung, vertrauensbildend, also und zwar in beide Richtungen, wenn du vor Ort bei denen dann bist. Ja, und es gibt keinen größeren Deal, wo ich jemanden raten würde oder wo ich gesehen habe, dass wirklich zum Beispiel sowieso Rahmenverträge über 2-3 Jahre oder sowas, ne? Die irgendwie 700.000 Euro wert sind oder so, ja, mit Minimum, Mindestabnahme vielleicht sogar noch von 200 Manntagen oder irgendwas, was weiß ich, 200-300k Mindestabnahme im Jahr, ne, das, wo sich jeder Dienstleister träumt. Aber dass sowas passiert, so ein Deal über die Bühne geht, ohne dass du da mindestens 2-3 Mal vor Ort auch die besuchst oder dass sie dich auch wirklich kennenlernen können mit ein paar Leuten von dir und so weiter, ist eher unwahrscheinlich, ja. Und im Zuge dessen auch nochmal, was total unterschätzt wird, ist die Regionalität, also die regionale Nähe. Ja, bei aller Digitalisierung und so weiter, und wenn du eine große, namhafte Bude bist, ja, wenn du Accenture bist, dann ist es den Leuten teilweise auch egal, dann bist du ja sowieso überall oder so, ja. Aber wenn du, gerade wenn du noch kleiner bist und dich kennt kein Mensch, du hast noch keinen richtigen Brand, dann wollen die Leute, oder das ist auch gleichzeitig, weißt du, jeder Nachteil ist ein Vorteil, ja. Dann kannst du es auch gleich für dich in der Akquise zum Beispiel nutzen, dass du eben auch erstmal dir Kunden suchst, die regional in deiner Nähe sind. Das funktioniert dann aber wiederum nicht so gut, wenn, sagen wir mal, 90% deiner Leute irgendwo im Ausland sind. Ja, das heißt, ich würde das dann auch anders gewichten. Ich würde so zum Beispiel auch sagen, ja gut, ich fange erstmal hier an und wenn das läuft, dann kann ich immer noch Near Offshoring betreiben in einem Verhältnis 80-20 oder irgendwie sowas. Ja, aber letztendlich das auch mit berücksichtigen, auch im Zuge der Akquise, dass du sagst, okay, es ist manchmal ein echter Vorteil, also es spielt auf jeden Fall nicht gegen dich, sondern eher für dich, wenn du sagst, ich begrenze jetzt mal meine Akquise regional ein, sage ich alles nur im Umkreis von 2-3 Autostunden. Das ist so ein typischer Fall. Ja, ich hatte 2018 oder so, hatte ich da meinen Kunden hier aus München, der mit dem habe ich 1-2 Jahre zusammengearbeitet, der hat mich beauftragt, Leads für ihn zu machen, und zwar generell grundsätzlich uns nur erlaubt, Leads zu machen im Umkreis von 200-300 Kilometer. Ja, genau aus den Gründen. Das war also, wie gesagt, noch 2 Jahre vor der Pandemie. Aber das ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Faktor, und das spielt dann auch wieder mit dem mit rein, was gerade der Michael gesagt hat. Ja. Ja, also ich glaube, das Thema Nearshoring, Offshoring, das machen wir nochmal separat. Also mir ging es halt erstmal darum, Kundengewinnung, dass man da halt, wenn man jetzt nicht eh schon, also man hat eben das Problem, es ist eine Unsicherheit drin von einem halben Jahr, würde ich sagen, mindestens, wann ist eine Kraft verfügbar, und da habe ich auf der anderen Seite eben die Unsicherheit, habe ich zu diesem Zeitpunkt auch das entsprechende Projekt für ihn. Wenn ich das gelöst habe, umso besser. Dann ist halt immer noch, aber auch was man, weil generell das Thema ist ja vor allem die Finanzierung, die langfristige oder mittelfristige. Da habe ich immer noch das Problem, eben den dann seinen Gehalt auch zu zahlen, weil was man dann eben auch nicht vergessen darf, also wenn man es hinkriegt, was echt eine Kunst ist, dass der gute neue Mitarbeiter ab Tag 1 Geld verdient. Selbst dann habe ich ja immer noch das Problem, dass wenn ich am Ende des Monats sein Gehalt überwiesen habe, das Geld vom Kunden ja immer noch nicht da ist und ich dann wahrscheinlich erstmal zum Ende des Monats dann eine Rechnung stelle, wenn ich nach Aufwand abrechne monatlich. Wenn ich jetzt irgendwie ein Festpreisangebot habe, was dann irgendwie nach Milestones abgerechnet wird, die dann irgendwie in die Zukunft liegen, da will ich ja gar nicht erst anfangen. Aber wenn, selbst in dem einfachsten Fall, ich verkaufe das Ding als Dienstleistung mit einer monatlichen Abrechnung zum Ende des Monats hin, dann schreibe ich am Monatsende, schreibt mein neuer geschätzter Kollege eben den Stundenzettel runter, wird eben vom Auftraggeber irgendwie abgezeichnet. Oder also wie es auch halt immer läuft. Und das geht dann bei dem in die Rechnungsabteilung. Das heißt, ich habe schon mindestens mal das eine Gehalt
bezahlt von ihm und dann kommt es eben darauf an, wie so die Zahlungsfristen und auch die Zahlungsmoral des Kunden sind. Ich habe gemerkt, so in der letzten Zeit mit steigenden Zinsen ist das wieder so ein Stückchen nach hinten gerutscht, als die Minuszinsen waren und sie dann zum Teil Geld zahlen mussten, um das Geld zu parken, waren die Überweisungen immer ziemlich schnell durch. Jetzt kann es auch mal ein bisschen länger dauern, nicht bei allen, aber es gibt halt Kunden, da dauert es dann ein bisschen länger. Und da hast du unter Umständen, wenn du 30 Tage Zahlungsfrist hast, was ja auch nicht so unüblich ist, dann das Problem, dass das zweite Gehalt von deinem neuen Kollegen auch schon gezahlt werden muss, bevor überhaupt die Kohle von dem Auftraggeber da ist. Und gerade wenn du frisch anfängst, sind solche Geschichten wie Factoring oder sowas, früher gab es da mal eine ziemlich coole Lösung, die gibt's leider nicht mehr aus, ich mitbekommen, aufsichtsrechtlichen Gründen, aber Factoring oder sowas kannst du da eigentlich auch schlecht machen. Das heißt, du stehst eigentlich mit zwei Rechnungen bzw. zwei Gehältern erstmal, die du vorfinanzieren musst. Und das ist das, ja, wo ich meinte eben mit der Rechnung, mit da geht's halt sehr schnell in entsprechende Summen. Also wenn du dann einen, wir haben über das Gehalt ja auch noch gar nicht wirklich geredet. Also du kannst ja rechnen, dass ein Entwickler dich im Jahr, sag ich mal, so um die 100.000 Euro oder sowas kostet, plus minus irgendwie so 10.000 Euro. Also da ist dann auch eingerechnet die Lohnnebenkosten, die man mal so grob so 25% drauflegen kann aufs normale Bruttogehalt. Das heißt, es ist ja auch nicht damit getan, dass du dem das Brutto zahlst, sondern die Krankenkasse will ja auch noch deinen Unternehmeranteil dazu haben. Das teilst du dann mal durch deine 12 Monate, noch ein bisschen extra für sonstige Ausgaben, die du hast, irgendwie Laptop, Abschreibung, keine Ahnung was obendrauf. Also sagen wir mal irgendwie so grob 10.000 im Monat, das finanzierst du dann 2 Monate vor, sind schon mal 20.000. Plus dann irgendwelche Vermittlungskosten, die du eventuell gezahlt hast. Da bist du sehr schnell in dem mittleren fünfstelligen Betrag drin, den du erstmal investieren musst, bevor dir der neue Kollege überhaupt mal den allerersten Euro rüberbringt. Potenziell, das, wie gesagt, es gibt ja so ein paar Möglichkeiten, wie du halt sparen kannst, also indem du halt dich selber um die Rekrutierung kümmerst. Wer wirklich im Vorteil ist, meiner Meinung nach, in dem Bereich, das hat an anderen Stellen auch Nachteile, aber wenn sich ein paar Kumpels zusammentun und gemeinsam gründen, dann haben sie halt da, sagen wir, prozentual die Problematik weniger, beziehungsweise haben halt da schon ein bisschen Startvorsprung durch die Multiplikation. Aber wenn du wirklich als Single-Freelancer da startest, dann sei dir halt bewusst, wirklich, dass es da eine lange Durststrecke gibt. Das ist erstmal so das rein Mathematische. Was dann auch noch dazu kommt, was man sich bewusst sein muss, ist, dass ein eingestellter Kollege normalerweise nicht die Elastizität mitbringt, die du als Freelancer hast. Was meine ich damit? Wenn du jetzt knapp bei Kasse bist als Freelancer und sagst, okay, ich brauche jetzt im nächsten Monat mehr Umsatz, dann kannst du immer noch sagen, okay, ich suche mir noch einen kleinen Nebenjob als Freelancer und arbeite den halt irgendwann nachmittags, abends, nachts ab, praktisch nach meiner regulären Arbeit, dann kann ich da als Einzelkämpfer durchaus mal auch meinen Monatsumsatz von 10 auf 20.000 Euro pimpen. Also ich bin dann zwar ziemlich fertig und brauche dann erstmal ein paar Wochen Urlaub, aber ich kann damit einfach diese Lücken überbrücken. Ja, genau. Also so Durststrecken auch mal abarbeiten. Also oder wenn ich halt einfach schon weiß, also das letzte Monat ist schlecht gelaufen, ich will jetzt wieder aufholen, dann, und ich habe die Chance zum Beispiel, dass mir jemand sagt, okay, kannst du das noch nebenher machen, dann kann ich das auch eben nebenher machen. Diese Chance hast du mit einem Festangestellten ganz, ganz wenig. Also wenn du jemanden hast, der noch motiviert ist, dann wird der vielleicht auch noch ein paar Überstunden dranhängen, aber dass die Leute oder deine Mitarbeiter auf Dauer diese Flexibilität an den Tag legen, das würde ich auch nicht einplanen. Und das war so ein Aha-Erlebnis auch für mich, das wirklich zu merken, man läuft dann mit festangestellten Mitarbeitern viel mehr in so einem also so einem festgelegten Schema, als man es zuvor als Freelancer gemacht hat. Und da noch als Tipp, weil ich vorhin gemeint habe, wenn man ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, dann ist es auch ein guter Startpunkt für die Skalierung, indem man das praktisch repliziert.
muss man halt schauen, inwieweit man sich bei diesem funktionierenden Geschäftsmodell schon selber vorher in die Tasche gelogen hat, in dem Sinne, dass ich halt viel mehr als meine 40 Stunden die Woche gearbeitet habe, zum Beispiel, um meine 15.000 Euro zu bekommen, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Also sprich, ist es denn wirklich so skalierfähig? Oder also habe ich meine, keine Ahnung, 160 Stunden im Monat gearbeitet, 1.500 im Jahr ungefähr und damit eben den Umsatz gemacht? Oder habe ich in Wirklichkeit vielleicht, keine Ahnung, 2.000 Stunden im Jahr gearbeitet und hatte damit das gute Auskommen? Weil wenn ich, das kann ich nicht so leicht skalieren, eben wegen dieser fehlenden Elastizität. Das wird dann nach der Skalierung werden es eben nicht 200% sein, sondern vielleicht nur 150% von der jetzigen Leistung, aber mit 200% Kosten. Und das sind halt so Dinge, die muss man sich halt auch wirklich, dessen muss man sich bewusst sein. Ja, das ist ein absolut strategischer und bedeutungsvoller Punkt, den gerade der Michael hier gesagt hat. Das werde ich nochmal rauscutten und, ich weiß nicht, auf den Short packen und dann da 10.000 Euro Werbebudget draufpacken, weil ich denke, dass das einfach und ich bin wirklich offen für alles, und aber ich habe halt einfach die Erfahrungen in den letzten 2-3 Jahren gemacht, auch bei Masterminds und anderen Coachings und so weiter, wo ich auch versucht habe, mich weiterzubilden, dass eben viele, besonders die am Anfang stehen, also quasi Solopreneure, ja, ob die jetzt eine GmbH haben oder nicht, ja, das ist ja nur ein rein technischer Faktor, wie du dich quasi abrechnest oder auch quasi dann, ja. Also viele sind eine Personenmarke, Freelancer, haben dann irgendwie trotzdem irgendwo eine GmbH, die sie gar nicht im Vordergrund haben. Es gibt ja unterschiedliche Konstellationen, aber letztendlich dieser Faktor, und es wird da draußen quasi rausposaunt, mach Paketpreise, also rechne, produktisier dich oder produktivier dich, ja, und Festpreise, weil so kannst du dich am besten skalieren, ja. Die Frage ist halt, ist das wirklich immer der Fall? Und wenn du dich da verschätzt, dann bist du halt in, sozusagen, dann hast du per Definition eine Skalierungsbremse. Also genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich möchtest, ja. Du lernst also in diesen Coachings, die teilweise ich glaube, die Staffelungen sind gleich 5.000, 20.000 und dann 36.000 und dann irgendwie noch mehr 1.000 und so weiter. Reines Coaching, ja. Wo du als Softwareentwickler lernen sollst, ich jetzt von anderen Coachings, ja. Unsere Coachings sind natürlich nicht ganz so günstig. Ich meine, das, wo du als Entwickler lernen sollst, ja, dass du, also quasi deine Dienstleistungen, die du eigentlich so per Definition, per Stunde, jetzt über Vermittler oder was auch immer als Freelancer halt per Stunde halt abrechnest, ja, mit einem Zeittracker und so weiter, dass du da eben rauskommst, indem du dich produktisierst, deine Dienstleistung. Also du sagst jetzt zum Beispiel, okay, ich machte diesen Job und dafür will ich 20.000. Ich machte diesen Job, dafür will ich 50.000. Ich machte diesen Job. Und das ist letztendlich nicht die Schwierigkeit, weil viele Unternehmer oder schlaue Unternehmer genau das wollen, weil sie genau wissen, okay, hier sitze ich in der Regel am längeren Hebel, weil in allermeisten Fällen wird sich hier zugunsten des Auftraggebers verschätzt und nicht umgekehrt. Ja. Es sei denn, du bist irgendwo, dass du, keine Ahnung, ich weiß nicht, so mikroskopisch kleine Sachen programmierst, wo wirklich so total überschaubar ist, dass du genau, wie zum Beispiel das typische, also das banalste Beispiel ist, sind Webagenturen, die WordPress-Webseiten verscherbeln für, keine Ahnung, Zahnärzte. Ja, und jeder Zahnarzt mehr oder weniger ist das Gleiche und so weiter. Ne? Und dann machen die da einen Festpreis oder irgendwie sowas. Aber selbst da, ne? Also wenn irgendwie du jetzt einen neuen Grafiker hast, der irgendwie, den du nicht richtig einschätzen konntest, bumm, zack, bang, zahlst du drauf, ja. Und das ist eben so unfassbar wichtig. Und selbst wenn du, vorausgesetzt, es funktioniert, und selbst wenn du es paar Mal hinbekommen hast, dass du über eine produktisierte Dienstleistung als Softwareentwickler dich super hebeln konntest. Das heißt, du hast ja dann in deinem stillen Kämmerchen einen Stundenlohn von 500 Euro, ja, gibt ja so einen Werbespruch, 500 Euro Freelancer, ja, oh mein Gott, und dann gehe ich die Kaufingerstraße in München runter und jeder erkennt mich als den Coach für die 500 Euro Freelancer, ja. Überleg dir mal, wie realistisch ist es und funktioniert das wirklich, ja. Und selbst wenn du es mal geschafft haben solltest, dich so krass zu hebeln, indem du einen festen Preis verkaufst, dass du 300-400 Euro pro Stunde am Ende dann rauskalkulierst, wie realistisch ist es, dass du das quasi dann
auf andere Personen projizierst, also fremde Leute, die du einstellst, ja, und das ist eben genau das, was der Michael gesagt hat. Also vielleicht der wichtigste Punkt von dem ganzen Video oder von meinem kompletten YouTube-Kanal, weil es eben so stark draußen versucht wird, Leuten reinzucoachen für viel Geld und die das dann machen und es funktioniert einfach nicht. Ja, ich glaube, dieses Produktivierungsthema, das sollte man nochmal in einem separaten Video nochmal durchkauen, weil da gibt es auch noch eine ganze Reihe dazu zu sagen. Also mir ging es jetzt eher eigentlich darum, dass du eben da nicht diese, dass du da sehr viel auf mit zusätzlichen Mitarbeitern bist du halt sehr viel stärker auf einem vorbereiteten Schienenweg unterwegs und da halt hast du nicht diese Flexibilität, die du eigentlich als Freelancer, als Einzelkämpfer einfach hast. Und auch einfach nur mal so als Rechenbeispiel, irgendwann ist halt auch das größte Projekt vorbei und es ist das Wesen eines externen Mitarbeiters, dass der auch irgendwann wieder geht. Und da muss man sich halt auch wirklich bewusst sein, da kann es halt mal sein, dass das Anschlussprojekt halt nicht direkt den nächsten Tag dann irgendwie losgeht, sondern halt mal einen Monat auf sich warten lässt oder der gute Mann 2 Monate Leerlauf hat und dann kann es halt auch sein, dass da mal 2 Monate eben kein Cashflow reinkommt und da muss man sich halt überlegen, wie viel kriege ich für den...